Grüß Gott, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Wochenmagazins TV Mürz. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Ich habe mich den Witterungsverhältnissen ein wenig angepasst und werde Sie heute deshalb mit einer gehörigen Portion Schnupfen durch diese Sendung begleiten. Aber keine Angst, es besteht keine Ansteckungsgefahr. In dieser Sendung haben wir den Schwerpunkt Mürzer Messe und wir sind heute zu Gast im Modehaus Fuchs in der Wiener Straße, das gerade rechtzeitig zum 95-jährigen Jubiläum außen gründlich renoviert wurde. Das Modehaus Fuchs beschäftigt in all seinen Filialen rund 70 Mitarbeiter und ist damit ein durchaus bedeutender Arbeitgeber in unserer Region. Das Modehaus Fuchs begeistert aber auch mit einer sehr kompetenten Trachtenabteilung für Damen und Herren. Neben tollen Dirndln für festliche Stunden bringt Fuchs aber auch lässig legere Trachtenmode für jeden Tag. Eine besondere Stärke des Modehauses Fuchs ist vor allem die sportive Damenmode. Die Trends der internationalen Mode finden Sie hier, sehr tragbar übersetzt von den Esprit-Designern. Sportive, lässige Herrenmode ist eine weitere Stärke von Fuchs. Fuchs bietet in der Herrenabteilung führende Modemarken wie Tommy Hilfiger, Esprit, Es Oliver, Marco Polo, Brax, Eterna, Basefield und viele mehr. Hier gibt es auch eine Trachtenabteilung, die vom originalen Steireranzug bis zur sportiven Tracht in Leder und Strick alles bietet. In der Mürzer Innenstadt, den Räumlichkeiten des Stadtsaals, dem Messezelt und am großen Freigelände präsentierten nahezu 100 Aussteller ihre neuesten Angebote. 3 Tage lang stand die Stadt ganz im Zeichen der Mürzer Messe. Wir waren bei der offiziellen Eröffnung dabei. Begleiten Sie uns bei einem Rundgang durch die Mürzer Messe. Im Beisein zahlreicher Vertreter aus dem öffentlichen Leben und der Politik, vor allem aber aus der Wirtschaft, wurde die Mürzer Messe offiziell eröffnet. In der gesamten Innenstadt, den Räumlichkeiten des Stadtsaals und dem Messezelt wurden die Messeangebote präsentiert. Zusätzlich führten Freitag und Samstag zahlreiche Betriebe eigene Hausmessen durch. Welche Bedeutung hat die Mürzer Messe für den lokalen Handel? Ja, die Mürzer Messe zeigt natürlich die Leistungsfähigkeit der einzelnen Betriebe, neue Sortimente, neue Produkte, neue Markenware, die wir hier präsentieren. Und aufgrund der großen Frequenz ist es ja auch so, dass eben die Geschäfte sehr, sehr belebt sind. Und durch die Messeprozente wird ja auch an diesen Tagen Gott sei Dank sehr viel gekauft in den Geschäften mit Zuschlag. Mit mehr als 100 Ausstellern setzt man schon ein positives Zeichen und einen wichtigen Impuls in der Region. Dies bestätigt auch der Obmann der Wirtschaftskammer des Bezirks mit Zuschlag. Ja, das kann man absolut, weil ich habe aus der Messeleitung erfahren, dass im vergangenen Jahr doch etwas Zurückhaltung auch war, weil die Unternehmer sich nicht sicher waren und wie stark die Einnahmen vielleicht gesteigert werden können durch die Messe. Heute ist man etwas zuversichtlicher und daher leite ich mir das ab und ich bin also voller Zuversicht, dass die Wünsche der Unternehmer aufgehen. Haus und Heim, Gesundheit und Ernährung, Modekollektionen, Beauty und Fitness, die Welt von Hi-Fi, TV und Haushaltsgeräten und vieles mehr präsentierten sich ebenso wie zahlreiche Autohändler, die im Freigelände ihre Modelle dem Publikum vorstellten. Ein bunter Branchenmix, das Markenzeichen der Einkaufsstadt mit Zuschlag. Nachdem immer mehr Aussteller kommen, strahlt sie nicht nur im Bezirk, sondern auch jenseits des Semmerings, also über den Bezirk hinaus. Es ist eine Präsentation unserer Wirtschaftsleistung, der Leistung der Handelstreibenden der Stadt. Ich glaube, es ist ein sehr wichtiger Impuls, um die Stadt auch so zu halten, wie sie ist, nämlich mit großer Kaufkraft, mit einer Vielfalt an Möglichkeiten einzukaufen. Und das gehört einmal im Jahr präsentiert. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten bemühen sich die Aussteller mit besonderen Angeboten, die Besucher auf sich aufmerksam zu machen. Frau Meier, seit vielen Jahren sind Sie schon mit der Organisation der Mürzer Messe beschäftigt. Wie sieht es aus mit der Entwicklung in den vergangenen Jahren? Also heuer hat es sich ganz, ganz positiv wieder entwickelt. Letztes Jahr waren wir knapp unter 100 Ausstellern. Da hat man schon die Wirtschaftskrise gespürt und es wurde uns auch immer gesagt, dass es ein Grund ist, auch nicht auf die Messe zu kommen. Im heurigen Jahr sind eigentlich alle wieder da, die vorher schon da waren. Und es sind noch ganz, ganz viele qualitativ sehr, sehr gute Aussteller dazugekommen, vom örtlichen Handel, aber auch von weiter her. Auch der Keller des Stadtsaals war Ausstellungsraum. Wer wollte, konnte hier das eine oder andere ganz spezielle Schnäppchen ergattern. Für Familien gab es das Angebot einer Kinderbetreuung und während die einen noch den Bummel durch die Mürzer Messe genossen, ließen die anderen ihren Messebesuch bei einem guten Glas steirischen Junker gemütlich ausklingen. Mit der Mürzer Messe hat der heimische Handel ein kräftiges Signal in Richtung einer positiven Zukunft von sich gegeben.
Von der Mürzer Messe geht es direkt auf den Sportplatz. Bewegung ist für Kinder ganz besonders wichtig und hier haben wir einen heimischen Verein, der darauf großen Wert legt. Wir haben uns gemeinsam mit interessierten Eltern und unterstützenden Mitgliedern beim Abschlusstraining des Phoenix Mütz Zuschlag Sektion Fußball ein Bild von der Nachwuchsarbeit machen können. Nach einer langen, anstrengenden Saison stand das Abschlusstraining des Sportvereins Phoenix Sparkasse Böhler Sektion Fußball auf dem Programm. Von den Knirpsen der U8, den Mädchenmannschaften bis zur Jugendkampfmannschaft der Burschen wurde zum letzten Mal auf Rasen trainiert. Nach einer kleinen Pause bis nach den Weihnachtsfeiertagen wird man in die Halle wechseln. Ja, zur heutigen Veranstaltung ist zum Sagen natürlich, dass wir heute einmal für die ganze Jugend ein komplett miteinander Abschlusstraining machen. Und gleichzeitig möchte ich mich da gleich einmal bedanken bei den vielen Sponsoren, Gönnern und Fans von unserem Verein, allen Vereinen der Stadtgemeinde Mütz-Zuschlag, Sparkasse Mütz-Zuschlag und Böhler Bleche Mütz-Zuschlag. Und einmal ein kleines Dank an deinen Leuten einmal sagen, wo das Geld eigentlich investiert wird, was da drinnen einmal drum rennt. Super Nachwuchsarbeit und finde auch gut, dass er das für die ganzen Kinder halt, was da machen unten. Wirklich, sie tun was. Mittlerweile haben wir U8, da spielt unser Kleinster mit im Tor. Und von dem her gesehen finde ich es voll super, weil vorher gesagt, er mittrainieren dürfen, aber spielen hat er nie können. Und von dem her finde ich es voll super. Ich finde, für die Jugend ist es nicht schlecht, dass sie irgendwas zum Tun haben. Nein, Fußball ist ein Sport, was sich jeder leisten kann eigentlich, was für Familien leistbar ist. Und ich glaube, sie machen da gute Arbeit. Das sieht man an die Leute, wie viele Kinder das eigentlich unten sind da in Heinigsberg. Nicht nur für die Eltern der jungen Sportler ist die Nachwuchsarbeit im Verein ein wichtiger Bestandteil der Freizeitaktivitäten. Ich denke, die Gemeinde hat in den letzten Jahren und Wochen die Sportstätten auf den neuesten Stand gebracht. Und ebenso wichtig ist es auch, die Sportvereine zu fördern, die wirklich eine hervorragende Jugendarbeit machen. Und der SV Phoenix, Sparkasse Böhler, ist hier wirklich in einer Vorreiter- und Vorzeigefunktion. Man sieht ja an den heutigen Tag bei den Abschlussringen, wie viel Jugend das hier ist. Und jeder Euro in die Jugendarbeit investiert, kommt uns, glaube ich, vielfach zugute, wenn man den sozialen Aspekt und auch den Gesundheitsaspekt berücksichtigt. Ich glaube, das ist eine ganz tolle Arbeit, was die Funktionäre hier beim Phoenix leisten und dafür von Seiten der Stadtgemeinde wirklich ein herzliches Danke an die Funktionäre des SV Phoenix. Die Sparkasse Mürz-Zuschlag unterstützt gerne die Vereine in Hönigsberg und gerade mit dem Verein Phoenix Sparkasse Mürz-Zuschlag verbindet uns schon eine langjährige Kooperation und ich sage immer, das haut alles perfekt hin. Man sieht auch hier bei der Jugendarbeit, dass wirklich alles super funktioniert und das ist natürlich wichtig für das gesamte Vereinsleben. Ja, die Firma Böhler Blech als Namensgeber von Phoenix Sparkasse Böhler hat natürlich ein kleines Budget, um die Firma, den Verein zu unterstützen und wir konzentrieren da die Sponsoraktivität in erster Linie auf die Nachwuchsarbeit. Weil wir glauben, dass Fußball und im Speziellen der Nachwuchsfußball in der Öffentlichkeit sehr positiv besetzt ist und wir ein entsprechendes Image da in der Öffentlichkeit vermitteln können. Der Jugendfußball ist ja etwas, was sehr positiv für die Kinder ist. Es ist immer noch besser, als zu Hause vorm Computer zu sitzen. Sie lernen Teamgeist, weil in der Mannschaft, speziell beim Fußball, kann man nur durch Teamgeist vorwärts kommen. Man lernt Verantwortung, nachdem die ganze Mannschaft von einem abhängig ist. Man lernt Verantwortung zu übernehmen, verlässlich zu sein. Und der Gesundheitsaspekt ist auch nicht zu vernachlässigen, weil Fußballbewegung ist immer noch besser, als zu Hause vorm Computer zu sitzen. 150 junge Fußballer und Fußballerinnen laufen derzeit beim Phoenix Sparkasse Böhler dem runden Leder nach. Eine große Auswahl für die Funktionäre, junge Talente zu erkennen und zu fördern. Es war nicht zu übersehen. Alle waren mit totalem Einsatz dabei und der Spaß an der Bewegung steht im Vordergrund. Das Gymnasium Mürz-Zuschlag feiert heuer das 50-jährige Schuljubiläum mit verschiedensten Veranstaltungen. So zum Beispiel mit Musical-Aufführungen im Kunsthaus. Unter dem Titel Together zeigten Schüler und Absolventen einen musikalischen Streifzug durch die Schulgeschichte. Der Reigen der Festveranstaltungen und Feiern zum 50-Jahr-Jubiläum des Gymnasiums Mürz-Zuschlag klang mit einer Musical-Aufführung aus. Dabei zeigten Schüler und Absolventen ihre kreativen und künstlerischen Begabungen. We'll be right back.
wollten einfach mit dem heutigen oder mit der jetzt laufenden Veranstaltung noch einmal einen Höhepunkt setzen. Und so wie es ausschaut von den Besuchern her, ist es uns wirklich gelungen. Ich habe einige oder alle Aufführungen eigentlich mitverfolgt und mitgesehen. Und die Schüler überbieten sich wirklich. Ich kann zu den Leistungen nur herzlich gratulieren und alles Gute wünschen. Unter dem Titel Together wurde ein musikalischer Streifzug durch die Schulgeschichte präsentiert. Das Projekt spannte einen Bogen von Any Dream Will Do über Songs aus Hair, Jesus Christ Superstar, The Rocky Horror Picture Show, Grease, Fame und The Chorus Line bis zu Musicals wie Elisabeth, Tanz der Vampire, Mamma Mia oder Moulin Rouge. Fehlt Ihnen eigentlich hier besonders? Ja, besonders. Alles. Das ganze Ambiente ist wunderschön. Also mir hat es sehr gut gefallen. Der Gesang war voll gut und die vom Gymnasium haben das auch sehr gut gemacht. War recht gut. Hat alles gepasst. Die Tänze, das ganze Gesang. Das Engagement der Mitwirkenden war geprägt von mühevollen, intensiven Proben, Freude und Spaß am gemeinsamen Miteinander, produktiver Bühnenarbeit und wertvollen Erfahrungen als Sänger, Tänzer oder Darsteller. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Musical-Produktionen und im Gespräch mit unserem Herrn Direktor kam uns die Idee, alte Songs mit neuen zu verbinden, junge Schülerinnen und Schüler mit Älteren zu verbinden und auch ehemalige Absolventen einzuladen und daran teilzuhaben. Welche Herausforderung war es für Sie, mit den Schülern, mit den Absolventen für dieses Projekt zu arbeiten? Also natürlich ist es eine andere Herausforderung, mit Schülern zu arbeiten als mit Profis. Jedoch ab einem gewissen Punkt waren sie so begeistert und Feuer und Flamme, dass es wirklich eine Freude war, wie engagiert sie an diese schwierige Aufgabe, und es ist wirklich eine schwierige Aufgabe, ein Musical zu gestalten, herangegangen sind. Sie müssen tanzen, sie müssen singen. Man weiß, dass das Schwierigste ist, den Körper mit Bewegung und Stimme zu verbinden. Und sie haben diese Herausforderung wirklich unglaublich bewältigt. Thank you.
das Licht als Ziel. Ich will nicht ein Schatten sein. Totale Finsternis, wir fallen auf nichts, was uns hält. Totale Finsternis, ein Meer von Gefühlen und kein Land. Totale Finsternis, ich glaub, ich will. Ganz, ganz toll. Ich bin unheimlich stolz aufs Gymnasium, um so eine Leistung zu erbringen. Das ist wirklich ganz super. Überwältigt, begeistert, fasziniert. Wunderbar, Hut ab vor dieser tollen organisatorischen Leistung und auch die Schüler so zu motivieren, so eine Leistung zu bringen. Ich bin begeistert von den Darbietungen der Schülerinnen und Schüler. Ich kann das sagen, wunderbar. Die Liveband unter der musikalischen Leitung von Thomas Held überzeugte mit einfühlsamen und ausdrucksstarken Arrangements. 4 der 6 Musiker besuchten die jubilierende Mürzer Schule. Der musikalische Streifzug durch die Schulgeschichte wurde eine beeindruckende Darbietung der Schülerinnen und Schüler, Absolventinnen und Absolventen sowie der verantwortlichen Lehrkräfte. Ein großartiger Erfolg für die Schulgemeinschaft am Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Mürzzuschlag. Innovation und Dienstleistung für die Menschen in unserer Region. Stadtwerke Mürzzuschlag. Die Menschen der Region sind uns wichtig. Stadtwerke Mürzzuschlag. Zum Abschluss unserer Sendung schauen wir nochmals zur Mürzer Messe. Mürzzuschlag ist stolz auf seinen bunten Branchenmix. Dieser präsentierte sich auch auf der Mürzer Messe. Sehen Sie in unserem Messesplitter einen kleinen Auszug der Angebote von Mürzer Firmen. Gedanken zur Einkehr. Dieser Gedichtbildband von Erika Schlögl vermittelt Ruhe und Besinnlichkeit, daher das ideale Geschenk für die Advent- und Weihnachtszeit. Dieses wunderbare Buch ist neben weiteren 1000 Buchtiteln und Geschenksideen für Erwachsene und Kinder in der Buchhandlung Kerbisser in Mürzzuschlag erhältlich. Willkommen in der Welt des Orients.
In der Orient-Teppichgalerie am Berger in der Wiener Straße 10 finden Sie nur handgeknüpfte Teppiche aus der eigenen Knüpferei. Nach alter Tradition wird geknüpft und gefärbt. Rocco am Berger ist Teppichhändler in der dritten Generation. Er kauft auch alte und neue Teppiche an. Restauration und Reinigung gehören zu den Serviceleistungen der Orient-Teppichgalerie am Berger. Die Firma Ort Huber präsentierte am Stand der Mürzer Messe den neuen Skoda Yeti, jetzt schon ab 18.900 Euro. Er steht natürlich jederzeit zu einer Probefahrt bereit, ab Jänner auch mit der 110 PS TDI-Maschine. Ein weiteres Messeangebot der Firma Ort Huber: der neue VW Polo statt 16.000 Euro um 14.400. Sportstolz präsentiert auf der Mürzer Messe einige Highlights der Wintersaison 2009-2010. Knallige, kräftige Farben und hochwertige Materialien prägen die heutige Skisaison. Sportstolz bietet Top-Qualität zu absolut fairen Preisen. Sportstolz, Ihr Partner in Sachen Sport. Elisabeth Rauscher präsentierte auf der Messe Good Vibrations by Zedong. Balance, Koordination und Muskelleistung werden verbessert, Durchblutung gefördert, die Knochenfestigkeit gestärkt und Stress abgebaut. Good Vibrations wird auch als Gleichgewichtstrainer eingesetzt, fördert die Entschlackung und unterstützt das Abnehmen. Mit Good Vibrations bekommen Sie rundum mehr Energie und Wohlbefinden. Juwelier Böltl, heuer wieder auf der Mürzer Messe, vertreten mit der Formel 1 Linie von Jacques Le Mans. Ein kleiner Querschnitt durch die gesamte Winterkollektion wurde dem interessierten Publikum präsentiert. Eine größere Auswahl finden Sie im Geschäft von Juwelier Böltl in der Wiener Straße. Toni Schruf war maßgeblich an der Entwicklung des Skisports beteiligt. Dass er aber um einiges vielschichtiger und ein Mensch mit vielen Facetten war, erfährt man in der Biografie Toni Schruf, sein Leben, sein Werk, sein Mützzuschlag. Thorsten Buhl und Franz Breitler dokumentieren das Leben und Wirken des Schöngeists und Idealisten Schruf. Erhältlich ist das Werk im Wintersportmuseum, im Fachbuchhandel, im Internet und bei der Raiffeisenbank Oberes Mürztal. Ihr Tischlermeister Karl Bahr strebt nach ungewöhnlicher kreativer Planung und funktionellen Gesamtlösungen in der Raumgestaltung. Höchste Qualität und Wertbeständigkeit sowie absolute Termintreue ist das Motto Ihres Tischlermeisters Karl Bahr. Technische Perfektion und traditionelle Handwerkskunst sein Credo. Mit einem tollen Skifest startet am 5. und 6. Dezember beim Veitscher Freizeitbetrieb die Wintersaison. Die neue Vierer Panoramasesselbahn erweitert ab heuer das großzügige Freizeitangebot. 10 Kilometer Pistenspaß und 20.000 Quadratkilometer Kinderland garantieren pures Wintervergnügen zu erschwinglichen Preisen. Bei 2 Erwachsenen fährt ein Kind bis zum 14. Lebensjahr gratis. Max Flex, die 3-Stunden-Karte für den ganzen Tag, zählt den Einkehrschwung nicht mit und kann somit den ganzen Tag individuell eingesetzt werden. Nähere Infos dazu unter www.skifeitsch.at. Die Firma Autoglas Preis in Bruck an der Mur ist seit 22 Jahren Ihr Autoglas-Spezialist. Sie besticht durch fachgerechten Scheibentausch für alle Typen und Marken und kostengünstige Steinschlagreparatur. Autoglas Preis bietet Qualitätsarbeit zu einem fairen Preis und Direktabrechnung mit Ihrer Versicherung. Wir verabschieden uns aus dem Modehaus Fuchs mit Bildern der geschmackvoll renovierten Jugendstilfassade am Stadtplatz. Ein besonderes Schmuckstück im Mützzuschlag. 95 Jahre, so alt und doch so jung. Das ist das Motto von Mode Fuchs im Jubiläumsjahr 2009. Im Namen des gesamten Teams von TV Mürz bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Schön, dass Sie wieder bei uns waren. Auf Wiedersehen.